Willkommen zu einem neuen Part. Alles sieht irgendwie so gleich aus, bis dass es hier einen Stern, den ich vergeben habe, mangelt. Ja, ich habe einen neuen Account. Der zeigt mich jetzt auch noch etwas realistischer. So, mein Mii. Etwas rauszoomen. Vielleicht sieht man es ja. Ich sehe es jetzt nicht. Da auf meinem Handy ein Bild von meiner Kamera ist. Aber spielen wir mal diesen Level. Also, es ist ein sehr schöner Nachbau. Ich habe ihm schon einen Stern gegeben. Also, dieses Lied mag ich eigentlich nicht so, aber ich spiele diesen Level trotzdem. Ich finde es übrigens einen sehr schönen Nachbau. Also die Level werden jetzt übrigens nur noch auf dem Account gespielt. Ich werde noch alle vorherigen Level, die ich gezockt habe, dort auch noch einen Stern geben. Bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Aber sehr schöner Level. Together with Mushroom. Ja, das ist ein geiler Level. Mhm. Der ist auch aus der Stern, also der ist aus der Stern, nicht auch, weil der Level von Broken Dreams, so heißt das Lied, ist nicht aus der Sternrangliste. Und dieses Level war mein Lieblingslevel. Das wurde abgelöst von meinem KBRKR-Level. Nämlich das mit dem Eisclimber vom letzten Part. Schaut einfach in der Playlist, ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, insgesamt arbeite ich auch mehr mit der Beschreibung, mit empfohlenes Video, letztes Video, zumindest versuche ich überall wirklich sowas zu machen. Und so eine ähnliche Idee habe ich auch, nur mit einem Goomba. Oh, schnell. Oh, ich wäre hier fast geowned worden. Wo ist der Mushroom? Ah, dort oben. Wenn mich die Kommentare nerven sollten, dann sage ich es euch. Halt. Dann mache ich sie aus. Wenn ihr aber bei einem bestimmten Level sehen wollt, wie ich es nochmal spiele, so, ja, dann könnt ihr das erwarten. Monte gibt es. Gut. Damit kann man immer Montys anlocken. Mit Monte Pudding oder wie auch immer. Das heißt, ich habe es nie gegessen, also fragt nicht nach meiner Meinung. Okay, das könnt ihr eigentlich immer, aber das ist jetzt sogar ein bisschen assi, wenn ihr das sagt, fragt nicht nach meiner Meinung. Wie ihr macht das? Lol. Ein sehr schöner Level bekommt auf jeden Fall auch einen Stern. Und heute werde ich wahrscheinlich wieder mal die IDs in die Beschreibung packen. Ja, heute spielen wir mal. Andere spielen diese Level. Okay, das ist irgendwie seltsam. Eigentlich hatte ich vor, von RKR-Level zu zocken, aber vielleicht ist es ja. Okay, hier stören mich die Kommis. Ich schaue ja aufs
Wii U Gamepad ist. Deswegen könnt ihr sie immer noch verfolgen auf meinem Fernseher. Also jetzt gucke ich lieber mal aufs Gamepad. War das so geplant? Ich denke mal nicht. Ja, aber dieser Level fängt sehr, sehr schön an. Wow. Also normalerweise schaue ich auf den Fernseher. Hier kann man aber auch nichts anderes machen. Oh, im letzten Moment besiegt er den Dude. Oh, das ist so ein ähnlicher Level wie Together with Mushroom. Alter, das ist jetzt krank. Shit! Alter, der Level ist krank. Deswegen spielen wir ihn weiterhin. Er tut mir leid, Kirby Kaya. Wobei, er möchte ja nicht Kirby Kaya angesprochen werden. Nee, Kirby will er nicht angesprochen werden. Oh Mann, das hat sich so festgesetzt, dass ich sogar mit Kaya sage. Ich hoffe, das stört dich nicht. Wenn doch, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das muss man ja nur wissen. Also, andere würden sonst sagen so, ja, du disst den voll und so, ja, nicht fair von dir. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dissen zu tun. Nein. Oh, der Level ist gut. Richtig gut. Also mal eine Empfehlung an RKR? Fragezeichen? Ja. Definitiv. Heute finde ich irgendwie, dass mein Kommentarstil gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin auch ehrlich gesagt gut gelaunt und ich versuche es jetzt besser gelaunt in die Parts halt zu kommentieren. Viele sagen ja so, ja, ich kommentiere nicht so fröhlich. Ja, das muss man ja auch erstmal gesagt bekommen. Ey, der hat mich doch gar nicht berührt. Okay, doch, hat er. Oh Mann, wenn ich den Level nicht schaffe, dann schaue ich mir den Baumeister-Modus an oder lösche den Part nicht wahr? Nee, das eher nicht. Ich hätte ja vorhin nach RKRs, also nach meinen Leveln, die er dann alle gespielt hat, so eine kleine Auflösung quasi zu machen, wie ich mich bei meinen Leveln anstelle und so. Ja, ich hoffe, das wird sehr, sehr toll werden für euch. Schau mehr auf den Fernseher als gerade auf alles andere. Dass ich aber auch immer hier sterbe. Das ist so komisch, wo? Okay. Das war ein schlechter Fail, wollte ich sagen. Und gerade kommt noch ein schlechterer dazu. Finde ich gut. Finde ich sehr. Boah, habt ihr das gesehen? Wie ich mich dadurch geskillt habe. Luke Nintendo skillt in den Level. Er ist außer Rand und Band. Mario ist auch außer Rand und Band. Yoshi mag es wohl gar nicht so auf den Laufbändern, weil er dort laufen muss. Also ich bin ja ein sehr... Luke Nintendo ist ein riesiger Sportsfreund. Oh, ich glaube, man kann da oben bleiben. Ey, das muss ich jetzt ausprobieren. Das muss ich jetzt ernsthaft ausprobieren, Alter. Ich wollte den Koopa zwar treffen, aber gut, ich nehme dir das jetzt übel, Mario, dass du nicht den Koopa getroffen hast. Mario schämt sich für diese Tat
und entschuldigt sich zu Recht. Die Zuschauer applaudieren Mario. Ich wette, da gibt es einer, der dieses Video schaut, der sich das alles bildlich vorstellt. Wirklich, hier kann man durch. Die ganzen Fails waren also unnötig. Boah, ganz knapp habe ich es noch geschafft. Habt ihr es eben gesehen? Ich hab's gesehen. Okay. Gut. Warum ist der ein Burger in den Kommentaren gezeigt worden, oder? Ja, das ist ein Burger. Lel. Okay. Luke Nintendo fragt sich, warum der Burger in den Kommis steht und bekommt gleich Hunger. Come on, Yoshi. Steht da in den Kommis. Die Kommentarschreiber fordern, dass Yoshi schneller rennt. Ich denke mal, dass es einfacher ist, sowas hier zu machen. Alter. Alter. Okay, dann muss man garantiert die Clownskutsche hängen lassen. Alter, wie das klingt. So, ich lasse dich nun hängen. Ist mir jetzt egal. Okay. 2 Gs. Das erinnert mich irgendwie an The Game Shakers. An Double G. Okay. Der war jetzt relativ dumm, der Witz. Wenn man das überhaupt Witz nennen kann. Vom Onkel Fritz. Yoshi, du bleibst hier. Yoshi ist der coolste Mensch auf der Welt. Okay, Mensch vor allen Dingen. Was ich hier alles zusammenrede. Ich habe fast abnormal, aber gut. Den Level haben wir jetzt definitiv geschafft. Kriegt einen Stern. Warte. Adventskalender? Ja, eigentlich habe ich es eher aufs Quiz abgesehen. Hoffentlich ist es auf Englisch und auf Deutsch und. Nee, Character Quiz. Ich hoffe mal, dass es ein Musikquiz ist. Denn ich kann nicht so gut Englisch. Ansonsten breche ich das Level ab. Okay, das ist eindeutig Mannschaft. Was? Ich sagte so, ja, ist eindeutig ein Mannschaft. Ja, okay, anhand der Farbe sieht man das auch. Ganz easy. Ja, Luke Nintendo. Ich dachte halt, weil Schwarz nicht so oft gebraucht wird, oder? Gibt's überhaupt Schwarz in Mario Maker? Ja. Okay. Ah, eine Feuerblume. Wenn die das meinen. Okay, dann ist es Stachy. Okay. Nächstes. Cheep Cheep. Ein grüner Cheep Cheep, würde ich sagen. Grüner Cheep Cheep mit Flügeln. Wurde nicht gezeigt. Da war nur ein Cheep Cheep. Okay, das war schon mit dem Level. Aber ein sehr, sehr schöner Level. Der auch einen Stern verdient hat. Definitiv. Also, das entspricht jetzt so gar nicht dem Plan von heute. Kurzer Cut. Keine Sorge, der Part ist noch nicht zu lang. Chips. Challenges. Chips? Oh Mann, warum muss hier so unheimlich viel mit Essen vorkommen? Okay, ich bin jetzt nicht so verfressen. Auch wenn meine Eltern das oft sahen. Oh Mann.
Was zum Teufel? Was ist der bitte schön gewollt? Was wollt ihr, Alter? Okay. Oh nein! Wow. Tanuki! Boah, ganz knapp habe ich ihn behalten. Oh nein. Hä? Oh Mann, man muss hier fliegen. Ich bin ein großer Noob im Fliegen hier. Oh Mann. Hä? Oh nein, ich hab keine Ahnung, was hier. Nein, man muss hier hoch. Ach Mann. Neustart. Okay, ohne Pilz würde man. Oder? Würde man diesen Level ohne Pilz schaffen? Ich behaupte jetzt einfach mal nein. Also, ohne dass man den Pilz irgendwo bekommen wird. Oh Mann, Mario, Baby. Okay, das passt so gar nicht. Das sollte jetzt mehr oder weniger ein Easter Egg aus Mario und Luigi sein. Okay, gut, dass wir hier den Schuh haben. Nein. Okay, es ist dumm, dass wir den Schuh hatten. Wie sich Meinungen so schnell ändern. Ist manchmal unglaublich. Ach Mann. Jetzt fliegt er hoch, Mario. Okay. Den kann man nämlich auch mit dem Schwanz töten. Okay, das klang so ultra zweideutig. Aber es war nicht so gemeint mit Schwanz. Also jetzt ohne Witz. Warum sollte ich überhaupt einen Witz daraus machen? Das ist einfach ein Ultra-Rätsel. Also dieser Level ist auch unheimlich gut. Kommt auch ein unheimlich guten Stern. Oh Mann. Der Legend of Zelda Level spricht mich an. Kurzer Cut. Ja, schaffen wir aber nicht mehr in dem Part, denke ich. Das sieht irgendwie ultra lang aus. Also auch wenn es nur Retro-Art sind. Der Level kann jetzt richtig kurz sein. Okay, dieser Level geht wohl relativ schnell. Ich hoffe, dass man nicht fehlt, wenn man. Ah, ist das jetzt? Sollte ich froh sein jetzt? Oh, das ist ein Schuh da. Der Power Block. Also, ja. Ich finde irgendwie die Retro-Arts vom Riesing Mario richtig gut. Ziemlich gut. Okay, dieser Level bekommt auf jeden Fall auch einen Stern. Also hat er jetzt nicht Level Design technisch was drauf, aber Marios Normally Day. Das klingt irgendwie so sarkastisch. Normal Day. Sorry, dass ich normally gesagt habe. Was heißt eigentlich normally? Oder gibt's dieses Wort überhaupt? Oh Mann, ich blamier mich hier. Oh ja. In englischen Seiten als auch hier. Aber immerhin blamiere ich mich nicht bei dem Gegner, aber gegen Koopa natürlich. Also, außerhalb von Lakito würde ich
sagen, dass Hammerbrüder in Mario spielen die schlimmsten Gegner sind. Dieser Level hat auch ganz schön viel zu bieten. Ja, das klang irgendwie nicht so. Gott sei Dank hatte ich hier einen Pilz verspeist. Deswegen schaffte ich diesen Level. Okay. Die jedenfalls Stern. Aber ich komme hier noch schneller voran als die meisten, die einen Livestream machen. Wobei die bekommen ja meistens eigentlich längere Level, obwohl sie es gar nicht unbedingt wollen. Also, ja.